Hallo und willkommen bei Baphomets Fluch. Ich werde versuchen, hier nochmal. So, perfekt. Passt ja. Ein Hallo an Miss Strangelove, die schon da ist. Und auch ein Hallo an alle anderen, die jetzt vielleicht zusehen. Gut, perfekt. Passt alles. Klicken wir mal You fortsetzen. can invite me over as many times as you like. I'll always be here for you. Vielen Dank, Miss Lula Strangelove, für deinen Host. Und ja, vielen Dank. Da war auch wieder die nette Camilla, die getanzt hat. So, jetzt muss ich noch hier was einstellen. Mein Ton ist weg. Die Musik scheint wohl normalerweise weg zu sein. Okay, jetzt muss ich das nochmal beenden. Ist gerade irgendwie sehr langsam. Wahrscheinlich nochmal. So. Die Polizei hat sich beeilt, das Wrack abschleppen und das Fenster zunageln zu lassen. Ja, also wir haben uns letztes Mal ja darum gekümmert, dass George hier in der Kanalisation seine Hinweise gesucht hat, während Nicole zu Hause blieb und auf ihn gewartet hat. Und jetzt ist sie ebenfalls los, um nochmal den Tatort zu beobachten. Der Bauarbeiter wirkt so eifrig und hilfsbereit wie ein abgestellter Straßenbagger. Ich kann hier nichts tun. Der Bauarbeiter hat alles unter Kontrolle. Okay. Dann reden wir mal mit dem Hallo. Bauarbeiter. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kommt drauf an. Sind Sie ein Bulle? Nein, Journalistin. Sind ein bisschen spät, oder? Die Leiche ist längst weg. Ich arbeite an einem Hintergrundbericht. So, jetzt erstmal ein bisschen rüber. Das müsste der Tote gewesen sein. Da weiß ich gerade nicht. Das hier müsste der Polizist sein. Und wir haben immer noch so viel Zeug im Inventar. Sagen Sie, sind Sie eigentlich verwandt mit dem Bauarbeiter, der das Loch ausgehoben hat? Hören Sie bloß auf mit Flobage. Okay. Er hat beim Pferderennen ein Vermögen gemacht und mir keinen Cent abgegeben. Ist schließlich sein Geld. Als er pleite war, hat er mich dauernd angepumpt. Brüder müssen zusammenhalten, hat er immer gesagt. Aber seit er die Kohle hat, hört sich das anders an. Okay, das ist aber sehr schnell gegangen, wenn wir bedenken, dass wir ja erst mit dem George ihm den Tipp gegeben haben fürs Pferderennen. Sie machen hier einen guten Job. Das können Sie laut sagen. Über mich sollten Sie was schreiben, nicht über den Idioten, den Sie hochgejagt haben. Über die Helden, die den Dreck zusammenfegen, wenn das Unheil zuschlägt. Genau. Na, dann setzen Sie doch mal Ihr schönstes Lächeln auf. Vielleicht drücke ich Ihr Foto in den Artikel. Oh, kleinen Moment. Ich muss nur eben mein Haar zurechtmachen. Das wird nicht funktionieren, mein Freund. Ich kann hier nichts tun. Der Bauarbeiter hat alles unter Kontrolle. Die Polizei hat die Leiche fortgeschafft, aber ansonsten wirkt alles unverändert. Okay. Wir konnten jetzt hier rein. Habe ich entweder das richtig gemacht und mich so reingemogelt oder... Es gibt auch irgendwie wenig Punkte. Ein Brett ist abgerissen. Dahinter liegt ein Zwischenraum. Aus diesem Blickwinkel sieht man, dass in dem Zwischenraum hinter den Leitungen etwas deponiert wurde. Okay. Das bedeutet aber, ich kann hier hin. Hinter dem Tisch liegen einige beschädigte Leitungen. Aber Beim hier Blick liegt in den was. Spiegel kann ich etwas hinter den Leitungen erkennen. Voilà. Polizei und Spurensicherung haben ein entscheidendes Beweisstück übersehen.
Eine Art Beutel. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Karchans Organisation. Ich bin auf der richtigen Spur. Kann ich die nicht nehmen? Ah, hier. Hinter dem blutverschmierten Schutt liegt nichts Interessantes mehr. Okay. Gleich das Richtige genommen. Gucken wir nochmal rein. Nix. Na, dann gehen wir raus. Hey, was ist mit meinen Fotos? Oh, natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen? Also gut. Ich warte. Holen Sie die Kamera raus. Kamera? Oh, die habe ich ganz vergessen. Sie ist kaputt. Hallo. Man sollte Frauen eben nie einen Männerjob anvertrauen. Aber diese Frau hat ihn ganz schön reingelegt. Und einen Beweis gefunden, den die Polizei übersehen hat. Okay. Passt. Ich habe alles richtig gemacht. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Karchans Organisation. Der Beutel enthält zwei Gegenstände. Ein seltsames metallenes Artefakt und einen Brief in einer Art Geheimcode. Ach nee. Das Artefakt zeigt ein Schwert, das über zwei Waagschalen liegt. Auf dem verschlossenen Panel befindet sich ein Bild der Justitia, in dem Raum unter der Conciergerie. Noch eine chiffrierte Botschaft, nach dem gleichen System kodiert. Also hat Plantin irgendwas mit Karchan zu tun. Ach, hatten wir das nicht erst? Die Botschaft wurde mit dem verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Ah, nicht das schon wieder. Mal sehen, ob das wieder tot heißt. So. Tot. Jetzt. Mal sehen, ob das jetzt heißt. Dann Z. J. Die Frage ist, ob es dieselben Buchstaben aus sind. Jetzt. Was ist, wenn das hier sind heißt? Versuchen wir es mal. Jetzt. Sind. Wo ist das? Zeichen da. N. D. Ha, das passt sogar bei sein. Okay, wenn das hier vielleicht das heißt, dann müsste das ein... Ach nee, das kann kein das D sein. Sie, also jetzt sind, wahrscheinlich heißt das hier wir, nicht V, sondern W, nee, jetzt sind, wie, habe ich R schon? Ah nee, R habe ich noch nicht da. Dann ist das ein A. Jetzt sind wir dran. Pierre, das ist ein P. Pantort? Okay, das ist ein Name. Pierre, tot. Sörder, nein. Arnaud, das ist ein U, das ist, dann ist das wahrscheinlich ein M. Mörder muss Spur von Arnaud und, ach, Didit gestoßen, was? Gefolgt, ah, da,
Das müsste dann ein G voll Plantin. Ah, Plantin heißt der Mann. Plantin, Pierre tot. Mörder muss Spur von Arnaud und Dittete gefolgt sein. Da gibt es nämlich Hamada. Da könnte, glaube ich, Hamada sein. Aber dazu müsste ich erstmal gucken. Therese, Freundin. Habe ich H schon? Nee, dann ist das ein H. Hat Pierre's Safe geknackt. Ah, die wissen, dass ich geknackt. C. Die wissen, dass ich den Safe geknackt habe. Okay, dann fehlt uns nur noch ein Buchstabe. Tier ist ein X. Xamada. Ach nee, das ist ein Y. Dann. Plantin. Pierre tot. Mörder muss Spur von Arno und Yamada gefolgt sein. Jetzt sind wir dran. Müssen aufpassen. Thierrys Freundin hat Pierre's Safe geknackt. Sie macht mir Sorgen. Imelda. So viel zu Imeldas Unschuld. Plantin hat für sie gearbeitet. Und für Garchon. Aber warum wollte Plantin mich treffen? Eine Falle vielleicht? Vielleicht steckte er ja auch zu tief drin und brauchte mich, um seine Story zu erzählen. Welche Story auch immer. Eins ist klar. Die Story ist es wert, dafür Menschen zu töten. Es ging auf jeden Fall wesentlich schneller als das andere. Das Artefakt zeigt ein auf dem Fall in dem Raum. Okay, ich habe so das Gefühl, wir müssen da. Habe George den Amerikaner getroffen. George hat angerufen, hat Hinweise gefunden. Ich habe ihn am Abend eingeladen. Will aber noch mehr herausfinden, bevor er kommt. Soll ich zur Polizei gehen? Kann ich Ihnen vertrauen? Bin doch froh, dass noch jemand anders nachforscht. Die Blumenverkäuferin Fleur hat mir verraten, dass ein Mädchen, das mir ähnlich sah, in meine Wohnung eingebrochen ist. Sie hat wohl eine Wanze platziert. So wusste Plantin über die abgeblockte Geschichte Bescheid. Vielleicht hatte Plantin Angst und wollte mit mir sprechen. Vielleicht wollte er mir verraten, was wirklich vor sich geht. Charchons Organisation hat mich überwacht, aber sich entschlossen, mich nicht zu töten. Noch nicht. Doch was ist mit dem Kostümmörder? Tobt hier irgendein geheimer Krieg? Doch warum und vor allem wie bin ich darin verwickelt? Die Polizei hat Beweise im Café übersehen. Was für eine Überraschung. Habe Beutel mit weiterem verschlüsselten Brief gefunden und einem seltsamen Metallgegenstand mit vertrautem Symbol. Habe die Botschaft entschlüsselt. Sie war von Imelda an Plantin gerichtet. Sie gehört zur Organisation und hat mich angelogen. Ihre Geschichte war stunkenhinterlogen. Das war doch die Frau von dem. Sie warnt Plantin, dass der Mörder auch hinter ihnen her sei. Plantin wollte mir offenbar wirklich etwas sagen oder zeigen. Wir können einmal hier reingehen. Können wir vielleicht sogar runtergehen? Dem Gestank nach zu urteilen, muss das Loch zur Kanalisation führen. Vielleicht fände ich da unten ja einen Hinweis. Aber ich bin erleichtert, dass ich keinen Schlüssel für die Gullideckel habe. Ja, sie kann erleichtert sein. So. Mal sehen, was wir da nehmen können. Der Mann, der hier das Loch gegraben hat, ist hier ich jetzt... Ich muss niemanden anrufen. Es ist ein altes Telefon, wie es die französischen Arbeiter früher liebten. In den Eingangstoren befindet sich eine kleine Tür. Schwer zu sagen, wer dort lebt. Die Tür ist verschlossen. Okay, da kann das man... Das führt mich zurück zum Kai. Ah, okay, jetzt habe ich was übersprungen. Eine Stunde später am Kai. Gut, wir wissen ja, wir müssen hier... Ah, da ist ja das Symbol.
Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Und dann... Ja gut, was soll sie damit auch machen? Das Boot haben wir schon umgeworfen? Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. So. Die Platte ist viel zu schwer für mich. Jetzt müssen wir wieder den Murks machen. Das So. Dann das hier da reinfügen. Ich erinnere mich noch. So, und den Zylinder hier reinfügen. Perfekt, oh, wir müssen die Patronenhülse gar nicht benutzen. Tja, der Platz ist zumindest immer noch besetzt. Beziehungsweise immer noch benutzt. So. Ich hab dir gesagt, du sollst das Ding benutzen. Plantars Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier gewesen sein. Dann schauen wir mal rein, was haben wir hier? Jemand hat ein Foto zerrissen. Das muss man zusammenpuzzeln. Wenn ich das richtig anordne. Okay, um ein Teil zu ergreifen, wir Teile müssen so angeordnet, dass ein ganzes Foto zur Verfügung stehen, Freiräume, Platz hat. Also, das ist die obere Ecke. Das hier gehört da dran. Das gehört da dran. Das nehmen wir erstmal weg. So, das dürfte die andere Hälfte von dem Foto sein, was wir bereits kennen. Perfekt. So. Oh, ich schließe gleich neue Bildteile auf. Oh mein Gott, das kann nicht sein. So. Das ist ihr Vater wahrscheinlich. Es gibt keinen Zweifel, es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Carchon, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss. Und dass ich dringend George brauche. Ich dachte gerade, da kommt jemand. Aber ich kann nichts tun. Sie macht alles von allein. Ja. Und was hältet ihr bisher von diesem Spiel? So. Halt, abbrechen.
Man kann es nicht abbrechen.